Nach eurer Reise durch die Schildlande habt ihr nun endlich Perikum erreicht, das Bollwerk gegen die Finsternis, was hier jedoch seit vielen Jahren trostlos daliegt. Hoffnungslosigkeit macht sich in der Stadt breit, von allen Seiten sammeln sich die Flüchtlinge. Bereits einige Male wart ihr hier und könnt nun, nach kurzem Aufenthalt, eure Reise von hier aus weiter antreten. Mit den weißen Pferden aus Pavi und eurem Streitwagen der Glorana könnt ihr eure Tarnung perfekt machen. Zwar müsst ihr nun noch durch die Varunkei, aber der Plan steht. Als Tyrek-Lieferanten der Hoflogisten vom Schwarzen Drachen und Lurith Mangrace solltet ihr euch hoffentlich frei in der Stadt bewegen können. Gemeinsam mit Boltax wollt ihr nun nicht um oder über die Trollzacken, sondern unter ihnen hindurch. Einen Tag seid ihr bereits auf der Reise durch die Passstraßen. Effert hat euch dicke Regenwolken vom Meer geschickt und kalter Wind greift unter eure Kleidung. Über euch starren die schwarzen Zacken in den Himmel und schneiden sich in die Wolken. Wenige Nadelbäume säumen euren Weg und machen das Vorankommen mittlerweile schwierig. Boltax ist nach einem halben Tag von der Straße abgebogen und führt euch nun in wildes Land. Wir schreiben den Abend des 16. Effort, 1028 nach Bosbarans Fall. Ah, so langsam müssten wir hier irgendwo in der Nähe sein. Haltet die Augen offen. Bergentüren sind für das ungeübte Auge nicht leicht zu sehen. Pforte von Aradolosch müsste hier irgendwo sein. Pforte von Aradolosch? Wer war denn dieser Aradolosch? Wisst ihr das? Aradolosch bedeutet, das ist der Name der Bingel, nicht der Name einer Persönlichkeit. Ach so. Arado bezeichnet einen unterirdischen See. Losch ist unser Begriff für das, was ihr als Tal übersetzen würdet. Und so setzt sich das Ganze ein wenig zusammen. Faszinierend. Und ihr kennt diese Mine, nehme ich an, durch die wir gehen werden? Natürlich, damals mit Xenos bin ich hier vorbeigekommen. Wir sind durch die Berge hindurchgegangen, als wir Lolkolosch, ja, ihr wisst ja, der Anbeginn der Heldenzeit und so weiter. Ja, aber ich kenne sie, ich habe sie allerdings nie besonders ausführlich besucht. Wenn ihr hindurchgekommen seid, wird uns das wohl reichen. Und wie alt ist diese Pforte? Oder wie nennt man denn den Teil, der da unter dem Berg liegt? Tunnelsystem? Nun, es ist eine Binge. Eine wunderbare Binge. Aber sie ist in etwa 3000 Jahre alt. So richtig weiß das niemand. Nicht einmal Xenos weiß genau, wie oder was. Wir wissen nur, dass sie offensichtlich einmal gemeinsam mit Trollen gebaut worden ist. Dann ist etwas geschehen, es kam zum Streit und ja. Seit etwa 3000 Jahren ist die Dinge leer. Lebt da noch jemand? Eventuell ein paar Neuansiedler. Worüber kam es zum Streit mit den Trollen? Ja, wenn wir das wüssten, das wäre schon einmal ein wichtiger Punkt. Aber nicht einmal Xenos weiß es, also... Aber war es denn ein Streit oder ein Krieg, bei dem alle ausgelöscht wurden? Nein, ein Krieg. Ein Streit wahrscheinlich nicht mehr. Es ging vermutlich um irgendetwas, was mittlerweile nicht mehr von Belang ist. Seid ihr euch sicher, dass die Zwerge nicht einfach zu tief geschürft haben und irgendetwas aus den Tiefen der Erde aufweckten? Wechselt uns Zwerge nicht mit den Grolmen. Wenn hier jemand zu tief schürft, dann sind es die Grolme, die Angrosch seiner Schätze berauben wollen und Sumu quälen, noch und nöcher. Das mag wahr sein, aber auch ihr versteht euch ja auf derlei Bergbau. Nun selbstverständlich. Also. Sind wir sicher, dass die ganze Binge nicht randvoll mit Untoten ist? Mit Untoten? Wie kommt ihr denn darauf? Es ist ja nicht so, dass von überall her die Untoten in Bingen strömen. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass die Binge voll mit Untoten ist. Ich hoffe... Es ist voll mit prasselnden Herdfeuern, gut abgehangenem Schinken und warmer zwergischer Gastfreundschaft. Aber ihr sagt doch, es sei verlassen. Naja, aber so im Allgemeinen, nach dem Auszug von Lorgrolosch, einige Zwerge haben sich möglicherweise dort angesiedelt. Ich hoffe einfach auf das Beste. Das klingt tatsächlich reichlich angenehmer als das, was ich mir befürchtet hatte. Du, ich kann euch natürlich nichts versprechen, aber... Wenn ihr einmal die zwergische Gastfreundschaft genossen habt, werdet ihr sie nicht mehr missen wollen.
gutes Malzbier. Ah, ja. Na gut. Ihr sagt uns dann ja, wenn wir zufällig einem Bergkönig gegenüberstehen, bei dessen Witzen wir wieder lachen müssen. Oh, selbstverständlich, selbstverständlich. Das würde ich euch in jedem Falle sagen, aber keine Sorge, ich glaube nicht, dass wir dort einen Bergkönig treffen würden. Gibt es besondere Wegpunkte, die wir beachten müssen, um den Eingang zu finden? Da Zwergeneingänge sind schwer zu sehen und für das ungeübte Auge quasi unsichtbar. Achtet einfach darauf. Auf was? Und auf die Wand. Wir würden auf Wände starren. Nein. Es gibt tatsächlich einen Hinweis, den dir Xenos damals vor 7 Jahren gegeben hat, als ihr selbst auf der Suche nach Radolosch wart. Es gibt wohl ein ausgewaschener Fluss, ausgetrocknet, an dem er sich damals orientiert hatte. Jetzt müsste man natürlich in der Dunkelheit und bei dem Regen auch noch diesen ausgewaschenen Fluss finden. Fährtensuchenprobe. Wenn ihr aber mal drauf achten wollt, könnt ihr natürlich alle tun. Davor würde ich gerne noch was machen, und zwar ich würde meinen Obsidian-Dolch nehmen und das Licht des Dolches werfen für einen ASP, um meine Wahrnehmung zu erhöhen in der Dunkelheit. Ja. Gerade mal die entsprechende Probe. Ja, die anderen können wie gesagt eine Fährtensuchenprobe machen. Ja, das ist easy gelungen. Also, ich zahle einen ASP und sehe dann für. Jetzt muss ich einfach gucken. 15 Runden. Praktisch eine Stufe höher. Und da ich dämmerungssichtig bin, sehe ich dann mehr oder weniger so, als hätte ich Nachtsicht. 15 Spielrunden sind etwas über eine Stunde. Ja, ja, während du dir noch mit deinen. Dolch über die Augen fährst, damit du besser sehen kannst, können Abelmir und Jalan in der Dunkelheit erkennen, und demnächst bräuchtet ihr sicherlich sowas wie ein Unterschlupf, ein Nachtlager, aber wenn ihr tatsächlich es demnächst erreichen könntet, die Tore, sollte man sicherlich auch dort gut unterkommen können, zumindest ist das deine Hoffnung. Und der Regen mag vielleicht daran etwas schuld sein oder auch die letzten Erdbeben, die es in den 7 Jahren gab, aber ihr könnt zumindest an zwischen den einzelnen Nadelbäumen erkennen, wie sich, ja, nachdem du diesen Hinweis gegeben hast, werdet ihr nach 300, 400 Metern einen kleinen Bachlauf erkennen, der nicht ausgetrocknet ist, sondern der wieder fließt. Eventuell ist das der Fluss, hat sich jetzt vielleicht verändert über die Jahre, aber es könnte natürlich sein. Bleib mal dort. Alltags? Ja. Das ist ein Bachlauf, denke ich. Ja, das stimmt. Was ist denn der Richtige? Könnte gut der Richtige sein. Versuchen wir es einfach. Ich denke auch. Das Glück wird uns schon Feuchtigkeit raus. Ja, dann würde ich mich mal an den Flusslauf orientieren und dann schauen, ob ich an den entsprechenden Stellen, an die ich mich erinnere, weitere Punkte finde, die auf eine Tür oder ein Tor in die Minen zurückzuführen sind. Ja, ihr könnt dem Bachlauf folgen, und zwar in die Richtung, aus der er kommt. Er scheint wohl von den Schwarzen Bergen kalt nach unten zu fließen und zu sprudeln, und wirklich dich zurechtfinden tust du nicht. Du hattest vielleicht auch damals noch andere Sorgen. Als du das erste Mal an der Oberfläche warst und dann an der Seite von Xenos, der ja auch eine sagenumwitterte Gestalt ist, hast du dich vielleicht gar nicht so auf den Weg konzentriert. Vielleicht mag es daran liegen. Aber nach 2-3 Kilometern trefft ihr tatsächlich auf ein kleines Tal, was dann hier liegt. Und ihr könnt erkennen, wie es dort ein großes, schmiedeeisernes Tor gibt, mit den Zeichen von Angorosch darauf, also den Amboss mit den 2 Hämmern dahinter. Und was euch jetzt allerdings etwas schockieren mag, das eiserne Tor ist wohl mit Steinen, Steine, die darunter gebrochen sind und den Eingang versperren. Ihr könnt davor noch ein kleines Dorf erkennen mit, ja, was wird das sein? Eine kleine Mühle, die da im Wind quietscht, auch schon vor langer Zeit verwittert.
Und es gibt sowas wie eine Schmiede mit einem großen Schornstein, der nach oben starrt. Ist wohl allerdings auch schon abgebrochen und Teile des Schlots liegt so ein bisschen daneben auf den Feldern und Äckern. Also das ist vielleicht nicht der richtige Eingang nach Radulosch, aber es ist der Eingang zu irgendeiner brillantzwergischen Mine. Nun, oh weh. Wo geht's weiter? Nun, wir sollten auf jeden Fall schnell zu diesem Dorf. Seht ihr das, was da passiert ist? Der Steinschlag? Oh weh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Na, können wir den, kommen wir denn den Karren da durch? Ja, das müssen wir sehen. Wir müssen die Steine, denke ich, zur Seite räumen. Die scheinen mir ganz schön schwer. Und ja. Dann packt lieber an, dann werden sie ein bisschen leichter. Jetzt lasst uns lieber erstmal zu diesem Dörflein dahin gehen. Vielleicht kann uns ja jemand sagen, was eigentlich genau passiert ist. Ihr meint, dort lebt noch jemand? Ich würde auch befürchten, es sieht relativ verlassen aus. Relativ verlassen. Dieser Steinschlag kann vor Ewigkeiten schon passiert sein. Dann lasst mich lieber schnell hin. Ich kann mir die Steine ja mal ansehen. Vielleicht kann ich anhand der Bruchkanten und der Erosion eine Abschätzung geben, wie lange dieser Steinschlag schon her sein mag. Wir werden wohl währenddessen einen Weg hindurchsuchen. So könnt ihr durch die provisorische Palisade hindurchtreten, die allerdings auch wohl schon verwittert ist. Ihr seid euch bewusst darüber, dass es hier im absoluten Niemandsland in der nächsten Umgebung keine menschliche Siedlung geben dürfte. Aber es ist ja auch eigentlich bekannt, zumindest Boltax ist es bekannt, dass so eine Zwergenmine oder eine Binge auch Menschen anzieht, die dann mit ihnen Handel treiben. Und das könnte so etwas wie eine Siedlung der Menschen sein. Allerdings sieht das noch sehr archaisch aus. Das Holz ist auch schon verwittert, nicht nachgebessert. Und wenn ihr dann durch die Gebäude hindurchtretet oder an den Gebäuden vorbei, auf den Eingang, das schmiedeeiserne Tor, sicherlich viele, viele Meter hoch, also müsste das Drachentor sein, mit dem man dann Gäste einlädt. Zumindest, ja, ihr könnt euch das besehen, wenn ihr dann an den Gebäuden vorbeitretet. Irgendjemand hat da wohl gesprengt. Zumindest sind die von oben, oberhalb einer Bruchkante, abgerissen und sind dann vor das Tor gefallen, sodass man die nicht mehr aufziehen kann. Gut, kann ich mal auf Steinskunde würfeln, um eine Aussage darüber treffen zu können, anhand von Erosionsmerkmalen, wie lange das schon her ist. Du dürfst einmal eine Sinnenschärfeprobe machen und was bietest du mir an für die Erosion? Bergbau? Gesteinskunde, ja, machen wir. Okay, Sinnesschärfe ist, glaube ich, dann nicht erschwert, weil ich ja Licht des Dolches anhabe, also praktisch nach Höhe. Oder? Sollte nicht erschwert sein, nein. Sinnesschärfe? Dann. Ja, Boltax einzige Aufmerksamkeit gilt gerade dem Steinbruch und du kannst dann wohl erkennen, dass das tatsächlich absichtlich gemacht worden ist vor, ja, mit den Pflanzen, die da aufgewachsen sind. Mehrere Jahre wird das wohl her sein. Nicht unbedingt 100 Jahre, sondern eher 10 Jahre oder vielleicht 7. Vielleicht im Laufe der Borbard-Kampagne passiert. So zumindest deine Vermutung. Was sich allerdings am ehesten bestürzt, sind die Runen darauf, die mit Blut geschmiert worden sind. Altes Angramm, Dorakosh, Mortor, Radosh. Oh weh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Die anderen derweil trennen sich von Boltax, lassen sie ihn die wenigen Meter dann zu dem Steinbruch gehen. Und werden dann wohl eher von so etwas wie einem Quietschen im Wind abgehalten. Wenn sie dann nach oben schauen, können sie erkennen, wie wohl an der Mühle ein Körper hängt, aufgehängt. Ein ziemlich kleiner Körper in einer eisernen Rüstung. Seht ihr den da oben? Was? An der Mine? Hey, das sieht aus wie eine Warnung. Wir sollten uns das mal anschauen. Kommt mal mit herüber, dann drehen wir mal die Mühlblätter und schauen uns an, wer das ist. Also eine Warnung ist, sollten wir uns dann wirklich nähern? Nun, es wird langsam dunkel, oder? Sein. Ich hatte gehört, Untote wären in dieser Gegend gar verbreitet. Dann sollten wir vorsichtig sein. Nicht, dass er auf einmal anfängt zu laufen.
einzelner Untoter. Es könnte uns zumindest sagen, wie alt das alles hier ist. Wollt ihr das Vortags mitteilen? Ja, doch. Möchte ich schon gern machen. Boltags? Ja. Ich hab da oben was gesehen. Also schaut einmal die Mühle hinauf und das ist jetzt vielleicht kein schöner Anblick, aber ich denke, das sollten wir uns ansehen. Was sehe ich denn, wenn ich die Mühle hinaufblicke? Einen vermoderten Zwerg in Kettenrüstung. Ein Toter. Oh weh, einer meines Volkes. Wir müssen ihn da sofort runterholen. Ich fürchte, das ist nicht der einzige. Wenn ich hier mich so umschaue, da sind noch 4 andere. Die hängen ja auch alle rum. Schaut mal, einer hier an dem Giebel und dann einer an der Wand bei der Schmiede. Je. Und 2 noch dort drüben. Dann machen wir sie schnell los, um, glaube ich, notwendig, sie ordentlich zu bestatten. Das ist jetzt vorrangige Priorität von uns. Dann los. Aber seid zügig und entfernt euch nicht von den anderen. Wir wissen nicht, wer von denen auf einmal wieder zum Leben erwacht. Ich schau mich mal drin um. Vielleicht kann man das Müllrad bewegen auch. Ja, ich begleite dich. Ich hoffe nicht, es ist nicht verklemmt. Ich würde mir dann in die Mühle reingehen und mich umschauen. Mhm. Kannst an die Treppe nach oben steigen, quietscht so ein bisschen und merkst wohl auch, wie Wind und Wetter dann der Mühle sehr übel zugespielt haben. Aber wenn du dann gemeinsam mit Keras langsam und vorsichtig nach oben steigst, könnt ihr die Mühlenblätter so drehen, dass die anderen dann den Zwerg runterschneiden können. Beziehungsweise Boltax kann das dann von außen machen, wenn dann im Inneren gedreht wird. Und auch die anderen Helden können nach und nach die anderen Zwerge vorsichtig runterschneiden, die allerdings tot bleiben. Der Griff von Tagunitot hat also wohl noch nicht hierher gereicht. Wenn es ein Fenster gibt, würde ich auch aus dem Fenster schauen. Wir sind ja etwas erhöht jetzt wahrscheinlich. Und mal gucken, vielleicht kann man irgendetwas erkennen. Ja. Wie viel hattest du als Sinnschärfe übrig? 6 Punkte. Mhm. Du erkennst von oben auch wohl die Runen, die an die Bergfassade geschmiert worden sind. Was heißt geschmiert? Es handelt sich dabei wohl um Blut. Das ist schon ein bisschen schwarz und krustig geworden, aber kannst du Angram oder Rogolan lesen? Nein. Nein. Dann ist es für dich ein Rätsel. Ich merke, was? Da hinten ist etwas geschmiert in einer Runenschrift, die mir unbekannt ist. Zeichne es ab. Ich denke, ich kann mir sie auch so merken. Ich probiere mir die Zeichen einzuprägen. Wir sollten dann wieder zu den anderen gehen. Dort geht etwas vor. Zeichnen Sie trotzdem ab. Vielleicht kann Boltax es ja lesen. Na gut. Ich kramme meinen Rucksack auf. Leichter als es ihm zu erklären, wie die Zeichen aussehen, oder? Das ist richtig, aber die Zeichen sind so rudimentär. Aber nun, wenn ihr wollt. Ich zeichne die Runen ab, so gut ich kann. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Ja, währenddessen, die anderen haben die Zwerge nebeneinander aufgereiht im Dorf und können sie sich betrachten. 5 Stück. Ja, ich würde mir die mal angucken, was für Zwerge sind's denn? Brillant-Zwerge. Sind zwar vermodert, aber das kannst du erkennen an dem Körperbau, den sie haben, oder den sie ehemals hatten. Ihr Fleisch ist schon verfault. Du kannst sehen, wie die Augen wohl vor langer Zeit von den Krähen herausgepickt worden sind. Ja, du darfst auch gerne mal eine Heilkunde Wunden oder Anatomieprobe würfeln. Das ist natürlich sehr erschwert, dadurch, dass sie einfach vor langer Zeit gestorben sind und so etwas wie Schnittwunden dann unmöglich nachzuweisen wären. Wohl aber andere Verletzungen am Skelett. Ja, gut. Ich habe Heilkunde Wunden 2, aber hey, Doppel 1 ist immer drin. Anatomie? Kann ich helfen? Ja, könnt alle helfen. Ach, das ist ein Handwerk. Heute nicht. Ich möchte mir allerdings auch mal ansehen, wie deren Rüstungen aussehen. Sind da unnatürliche Schäden zu erkennen? Sind sie nicht. Okay.
Kann einer von euch erkennen, was sie umgebracht hat? Nein. Das Einzige, was ich annehmen könnte, ist, dass sie vielleicht erstickt sind, weil sie ja gehangen haben. Aber ob sie vorher schon tot waren? Jemanden mit Rüstung aufzuhängen, erfordert ein großes Maß an Kraft. Und Zwerge sind nicht sehr leicht. Ey, was soll denn das heißen? Nun, für eure Körpergröße seid ihr fast genauso schwer wie ich. Ja, weil wir stabil gebaut sind. Das meine ich, ja. Also, so wie ich das hier an den Rüstungen sehen kann, haben die keine Kampfspuren. Auch an den Knochen sehe ich keine Schäden. Nun, es sieht ja auch nicht so aus, als wären sie... Entsprechend sieht es nicht so aus, als wären sie durch einen Steinschlag umgekommen. Nein, also verbeult sind die Rüstungen auf keinen Fall. Ja, und die Zwergengriffe wird sie auch nicht dahin gerafft haben. Dann würden sie jetzt nicht hier hängen. Gut, ich schlage vor, wir tun Bohren Genüge und sehen zu, dass wir sie bestatten. Wir müssen wohl sowieso hier Rast machen. Kenne ich die gängigen brillantzwergischen Bestattungsriten? Wirst du sicherlich kennen, ja, also ich gehe davon aus. Was bist du für ein Zwerg? Ich bin Amboss-Zwerg. Amboss-Zwerg, ja, wirst du sicherlich kennen. Wird sich sicherlich nicht so viel von euch unterscheiden. Du bist dir natürlich darüber im Klaren, warum die Brillantzwerge ausgezogen sind. Das ist aber keine Geschichte, die man den Menschen erzählen sollte. Nö, das würde ich auch nicht machen. Nun, wir sollten sie nach alter brillantzwergischer Manier bestatten. Und wie geht das? Mit einer Anrufung an den Herrn Angrosch, selbstverständlich. Edelheiligen Feuer und ich Erz. Blicke mich mal in diesem Tal um. Ich bin nicht sicher, ob wir es uns leisten können, ein großes Feuer zu entzünden. Das ist nicht gut. Wir müssen sie beerdigen. Wir können auch ein kleines Feuer. Dann dauert es halt länger. Ich habe eine Frage, Herr Bolters. Ja. Ich habe gehört, dass man Zwerge auch innerhalb von Binnen in eine Art Magma-Lavakammer bestatten. Ja, genau. Müsste nicht so eine Kammer sich mit Sicherheit auch in der Binne befinden? Nun, wenn der Herr Angrosch hier eine seiner feurigen Adern hat durchziehen lassen, dann mit Sicherheit. Dann spricht doch nichts dagegen, sie erst einmal mitzuführen und dann ordnungsgemäß zu bestatten. In der Tat, das wäre natürlich viel erfreulicher. Aber dazu müssen wir in die Binge und Eichen gesehen. Nun, wir sind jetzt schon in den Bergen. Ich dachte, wir wollten diese Binge sowieso durchqueren. Aber schaut euch an, was an den Wänden geschmiert steht. Oh, das hatte ich ja noch gar nicht erkannt. Hä, ist das Blut? Geht davon aus, ja. Nur ums eine oder ums andere, ich kann es nicht lesen. Eltern? Gib mir mal eine Sekunde. Was steht denn da? Kannst du Angram lesen? Natürlich. Wie hoch? 8. 8. Dann würfeln wir mal eine Probe. Schauen wir mal, wie viele Sternchen übrig bleiben. 9. 9 Sternchen? Also, nee, 8 Sternchen. Max ist für eines 9. Dorakash Motor Radosh Brosh Dungash Om. Ich könnte euch die zwergische Übersetzung nennen, kann aber tatsächlich selber nicht sehr viel damit anfangen. Das Problem ist, dass das Angramm sehr verwoben ist und dass es für... Es ist eine sehr hochkomplizierte, hochkomplexe Sprache, die subtiler Interpretation bedarf, die einige, nicht nur Zwerge, an den Wahnsinn treibt. Das kannst du auch erkennen, als Boltax die Runen mustert und sie wohl gerade deutet. Nun, Angram ist immer schon recht komplex und uneindeutig zu verstehen gewesen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto weicher wird man im Geist. Aber das, was hier steht, sieht gut aus. Wacht über den kalten Fels den prächtigen Sitz tief und beständig in der Richtung etwas. Deiner Gänze kann ich die Botschaft nicht erfassen. Eieiei, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut.
Wenn da unten noch Zwerge sind, müssen wir ihnen zu Hilfe eilen. Wollt ihr nun also in die Binge hinein oder nicht? Entscheidet ja. euch. Warte, das Würfel mal bitte ankommen. Ja. Eltern, die Übersetzung von Boltax mag zwar richtig sein, dumm als prächtiger Sitz, gasch als tief und um als beständig, aber es gibt noch eine weitere Übersetzung, die vielleicht mehr Sinn ergeben könnte. Bist du nicht ganz sicher, ob das der Zwerg Boltax absichtlich gemacht hat oder unabsichtlich? Weil die Sprache ist wirklich schwer, aber es könnte sein, dass er euch hier an der Nase herumführt und hier eine wohlgemeinte Übersetzung benutzt. Interessant, Herr Boltax. Also, das ist natürlich nur mein Laienverständnis, aber damals in den Sindetempel, wenn ich die Zeichen richtig deute, könnte es auch eine Art Warnung sein. Ja, das meinte ich ja, das war ja auch mein erster Gedanke. Aber wenn eben dort unten Gefahr lauert und dort noch Zwerge eingeschlossen sind, so müssen wir ihnen um Hilfe, zu Hilfe eilen. So oder so müssen wir durch die Mine. Die Sprache ist äußerst kompliziert und wir sollten uns zurückziehen und das ausdiskutieren. Und die Weisheit, die euch... Ich habe ja keine Zeit, richtig? Denke, die Weisheit, die euch der Herr Pronas gegeben hat, in allen Ehren, ich denke nicht, dass wir die haben, nein. Und im Dorf sind wir auf jeden Fall nicht sicher. Aber die Sprache ist mehr als faszinierend. Definitiv, definitiv, aber ihr solltet die Sprache nicht so lange studieren, sonst werdet ihr auch weich im Kopf. Es sind viele kluge Zwerge darüber verrückt geworden, zu deuten, was die Piktogramme ursprünglich sagen wollten. Und gleich viel. Fasst an, wir laden die Zwerge auf den Karren und nehmen sie zumindest ein Stück weit mit. Es ist wohl ums eine oder ums andere besser, wenn wir sie unter der Erde bestatten. Das ist wahr, das ist wahr. Ein Zwerg ist immer besser unter der Erde bestattet. Boltax, Eldan sagt einmal, diese Botschaft, ist die eher als Hilferuf oder eher als Warnung verfasst? Und sie könnte sowohl als auch. Das meinte ich ja am Anfang mit, ich reiche doch sehr. Also was auch immer hier ist, ist unverborgen. Ein prächtiger Sitz, eine Halle. Ist es äußerst schwer zu erklären, die Sprache ist nicht so definiert. Kann vieles bedeuten im Zusammenhang mit den anderen Zeichen. Ach, es ist faszinierend. Nun, im Angesicht dessen, was wir hier herausgefunden haben, auch diese Bruchkante dort mit den Felsen, das scheint doch alles so, als ob diese Zwerge das selbst gemacht hätten. Sie haben die Warnung verfasst, sie haben das Tor verschüttet. Und da wir keine Kampfspuren gefunden haben, eigentlich vermute ich, dass diese Zwerge sich selbst aufgehängt haben. Sich selbst an einem Mühlrad? Wie hätte er das wohl bewerkstelligt?